Beeindruckende Bilder eines der besten Reportagefotografen der Welt, Steve McCurry, sind derzeit in der Grazer Messe zu sehen. Berühmt geworden ist er mit dem Porträt eines afghanischen Flüchtlingsmädchens. Ihr Blick sagt mehr als tausend Worte. Angst und Schönheit strahlt dieses afghanische Flüchtlingsmädchen aus. 1984 hat Steve McCurry die 12-Jährige für National Geographic fotografiert und damit das am häufigsten publizierte Foto einer nicht öffentlichen Person geschaffen. 17 Jahre später hat er sie wiedergefunden. Steve McCurry hat versucht, dieses Bild nachzufotografieren. Der Winkel ist gleich. Und mir fehlen die Worte, wenn ich sie ansehe. Das ist irgendwie beklemmend, dass eine junge, 29-jährige Frau eigentlich so gezeichnet ist, als wäre sie 50, 60 Jahre. Es sind ganze Geschichten, die Steve McCurry mit nur einem Foto erzählen kann. Als Mitglied der renommierten Fotografenagentur Magnum beweist er einen speziellen Blick. Es ist eine sehr einfache Art der Fotografie. Und einfach ist nicht trivial. Das ist wirklich direkt, also das direkte Betrachten einer Person, was irgendwie gut und wichtig ist, diese Interaktion, wodurch dann etwas entsteht. Teil dieser Interaktion wird auch das Publikum, denn durch die monumentale Hängung der Fotos ergeben sich vielseitige Einblicke. Ich habe eine Ausstellung konzipiert, wo man einfach wirklich Abstand halten kann und die Bilder aber einen doch irgendwie umfließen. Aber die andere Idee ist natürlich schon, etwas Exzeptionelles zu machen, etwas Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist auch die Strahlkraft der hinterleuchteten Fotos. Noch bis 19. September kann man in der Halle A der Grazer Messe eintauchen in diese bunte, farbenfrohe Welt von Steve McCurry.